Die Idee, die stammt von aus dem April. Wir haben Erasmus-Programm zwischen der Universität in Lille, wo ich arbeite, und der Fachhochschule hier in Köln im Bereich Bibliothek und Informationswissenschaften. Und da haben wir uns überlegt, was machen wir denn so in der Zukunft mal zusammen? Und das war die Idee hier von den Kollegen, insbesondere von Achim Oswald, sagen, hier, da sind die Tage, lassen Sie uns doch mal was zusammen machen. Und das ist der Ausgangspunkt für das, was gleich kommt. Meine Biografie, die steht da drin. Es stimmt nicht alles ganz genau so. Was dabei stimmt, ist, dass ich Wissenschaftler bin an der Universität in Lille im Bereich Informationswissenschaften, in der Ausbildung von Bibliothekaren, Dokumentalisten, Archivisten, auf allen Ebenen vom Bachelor of Art. Auch wir haben ein zweijähriges Ausbildungsprogramm unter dem Bachelor of Art bis zum Master und bis zur Doktorarbeit. Nebenbei im Forschungslabor Informations- und Kulturwissenschaften, Kommunikation, das heißt GIRICO. Es sind eine ganze Reihe von Leuten aus ganz Nordfrankreich da drin. Und nebenbei so als Teilzeitjob leite ich das ist ein kleiner nationaler Service für die Reproduktion von Doktorarbeiten. Das entspricht ungefähr das, was die Amerikaner gemacht haben und immer noch machen. Heute ProQuest, früher war es UMI. So, das machen wir in Frankreich auch, das ist in Lille und das leite ich nebenher so als Direktor. Okay, aber darum geht es nicht. Worum es geht, ist Aus- und Weiterbildung für Bibliotheken und Dokumentation in Frankreich im Bereich Open Access. Was ich gemacht habe, es sind zwei Sachen. Einmal, ich habe mir die Programme angeguckt im Internet. Das stehen ja alle im Internet drin von den Universitäten, welche Universitäten in diesem Bereich ausbilden. Und dann nach Master und Bachelor of Art Studiengängen bin ich reingegangen, habe geguckt, wie sind die Programme. Und ich habe nebenbei eine Umfrage gemacht über der französischen Liste in Open Access. Ohne viel Ergebnis, aber ist ein bisschen was rausgekommen. Und der Rest ist eben auch Erfahrung. Wir kennen uns ja untereinander, wie wir in dem Bereich arbeiten und was ich selber mache, was meine Kollegen machen und so. Und das alles habe ich ein bisschen komprimiert und werde ich also gleich vorstellen. In Kürze, da ist nicht viel vorzustellen. Open Access in Frankreich, nur das Umfeld. Umfeld ist politisch und institutionell positiv. Es ist im Grunde keiner in Frankreich, der sagt, also Open Access ist nicht gut oder müsst ihr nicht so machen, wie er es macht. Aus dem einfachen Grund, weil es gibt keine, in dem Bereich der wissenschaftlichen Zeitschriften insbesondere, gibt es also keine Lobby, wie es in Deutschland ist, mit den großen Verlagen oder in Holland oder in England. In Frankreich gibt es das nicht. Der größte wissenschaftliche Fachverlag im Bereich der Zeitschriften war Masson, ist also schon lange schon aufgekauft worden von Elsevier. Es gibt also Elsevier France. Und der Rest, das sind also insbesondere kleinere Verlage im Bereich der Sozial- und Humanwissenschaften. Das heißt also, diese Lobby, die es in anderen Ländern gibt, wie in England, ich glaube hier in Deutschland auch, gibt es so in Frankreich nicht. Alle Leute sind mehr oder weniger einverstanden, okay, Open Access ist eine gute Sache. Und was sich auf allen Ebenen, vom Ministerium bis zu den großen Verbänden, Berufsverbänden, Konferenzen, Universitäten, also spricht das hier, gibt es ja sowas Ähnliches in Deutschland auch, die großen Wissenschaftsorganisationen, die also den Organisationen hier auch in Deutschland entsprechen, CNRS an erster Stelle, die sind alle dafür. Und die Realisierung kennen Sie vielleicht zum Teil. Das Wichtigste ist ein nationales Archiv, was es hier in Deutschland nicht gibt, Hall, auch schon seit langem wurde gegründet als Counterpart für Archive, aber ist inzwischen als das nationale Archiv geworden für sämtliche Bereiche. Cleo, national finanziert vom Ministerium, ist eine große Plattform für Zeitschriften, insbesondere Sozial- und Humanwissenschaften. Per se, auch finanziert vom Ministerium, sind die Backfiles von den Zeitschriften. Das wird sich also weiterentwickeln. Und dann gibt es also eine ganze Reihe von institutionellen Publikationsservern und so. Okay, das ist nur das Umfeld. Das ist
hat sich entwickelt seit über 10 Jahren und das läuft, wird finanziert, wird zentral koordiniert vom Ministerium über die Bibliothèque Scientifique Numérique. Es entspricht in etwa, denke ich mal so von der Funktion her, dem englischen GISC. Ich glaube, sowas gibt es in Deutschland nicht, so irgendwo national oben auf der obersten Ebene und direkt unterhalb vom Ministerium so eine Koordination. Also es gibt dann verschiedene Komitees, wo dann die Experten drin sind für Digitalisierungsprojekte, für Open Access Projekte, für Langzeitarchivierung. Naja gut, wenn Sie es interessiert, mit der BSN, Bibliothèque Scientifique Numérique, finden Sie sofort. So, ich habe das, was ich Ihnen erzählen wollte, aufgeteilt, einmal Ausbildung und zum zweiten Weiterbildung. Ausbildung, es gibt ungefähr 20 Masterprogramme in dem Bereich, es gibt in etwa 20 auch Bachelor of Art, zum Teil sind es die gleichen Universitäten, zum Teil ist es etwas unterschiedlich. Und ich habe geguckt im Internet, ob in den Programmen explizit Open Access angesprochen wird. Explizit, das heißt also, dass da irgendwas drinsteht mit Libre Accès à l'information ou Open Access ou Archiv ouvert oder irgend sowas. Resultat, es gibt sehr wenige Programme, sehr wenige Fachbereiche, wo das also so ausdrücklich drinsteht, als Seminar oder als Vorlesung. Es gibt einige, die das also in der Kursbeschreibung irgendwo mit drin haben. Okay, wir reden davon und davon und davon und dann reden wir auch über Open Access. Sehr wenig, also zum Beispiel in Lyon, in Toulouse, steht es also mit dem Programm drin. Und wo es diese Inhalte sind, da geht es also in erster Linie um Publizieren, um Software, um das Protokoll, um Langzeitarchivierung und dann eben einfach so ein Panorama, was gibt es denn so alles in Open Access, wenn man Informationen sucht. Also von der Nutzerseite her, nicht von der Anwender. Und das ist eben das mehr informelle, also Umfrageergebnis, auch meine eigene Erfahrung und Gespräche mit Kollegen im Rande von Seminaren und so weiter. Es gibt also an mehr als was man also explizit findet, gibt es also eine ganze Reihe von Universitäten und universitären Einrichtungen, die das Thema ansprechen, aber die das nicht irgendwie im Programm explizit aufnehmen. Das heißt also, das kommt irgendwo im Kurs in den Seminaren drin vor. Zum Teil sind es dieselben Themen, die ich eben schon genannt habe, was also insbesondere, soweit ich das also sehen kann, angesprochen wird, was also nicht so explizit genannt wird, das sind die neueren Themen, insbesondere die Open Data. Open Data und dann die rechtlichen Fragen. Es gibt also in sämtlichen Ausbildungsprogrammen gibt es irgendwie einen Teil juristische Aspekte von der wissenschaftlichen Information oder einfach von der Dokumentation und so. Und da wird es teilweise mit angesprochen. Ich denke mal, wenn ich das so sehe, vergleiche so wie es mehr Master, mehr Bachelor of Art. Ich habe es versucht, ein bisschen so mit vier Felder, Statistik und so, zu sehen, ob man da was rauskriegt. Das hat keinen Sinn. Ich denke mal so, wenn ich das sehe, das hängt also sehr viel stärker davon ab, ob irgendwo an der Universität jemand ist, der sich fürs Thema interessiert. Ist also weniger irgendwie so speziell, außer in Lyon. In Lyon ist ein bisschen anders, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Hängt weniger davon ab, ob nun irgendwie eine Einrichtung sich speziell für Open Access interessiert. Ich glaube, das hängt mehr davon ab, ob da ein Professor oder ein Dozent sich dafür interessiert. Oder ob es vielleicht ein Projekt gibt, was an den Fachbereich angebunden ist. Was ich denke, was wichtig ist und was nicht im Ausbildungsprogramm direkt so sichtbar ist, das ist hier der dritte Punkt. Es gibt also regelmäßig, wie gesagt, weniger sichtbar, aber es gibt regelmäßig Praktika, insbesondere in den Masterstudiengängen, die also in diesem Bereich stattfinden. Einfach
weil sich da was tut, insbesondere auf dem Campus. Und da gehen die Studenten dann hin und machen ihr Praktikum, entweder einfach eine Evaluierung vom Repositorium oder Digitalisierung oder Einspeichern von irgendwelchen Dokumenten und so. Praktika und zum anderen, das ist das zweite, Einbindung in institutionelle Projekte. Ich weiß nicht, ob das also verständlich ist. Es geht darum, dass also die Dissertationen, insbesondere von Masterstudenten, eingespeichert werden können in zwei nationalen Repositorien. Zum Teil wird das also schon akzeptiert, glaube ich, auch in institutionellen Repositorien. Aber es gibt zwei auf nationaler Ebene. Einmal MEMSIC. SIC ist Sciences de l'Information et de la Communication. Das sind unsere Bereiche, Informations- und Kommunikationswissenschaften mit Bibliothek, mit ungefähr 300, 400 Dissertationen jetzt, überwiegend auf Französisch, aber es sind die Besten. Es gibt also dann so eine Klausel, dass also nur die Besten da reinkommen. Und Dumas, es sind alle Bereiche. Es sind nicht sehr viele drin. Es hängt von den Fachbereichen selber, ob die also da sich dran beteiligen. Aber regelmäßig kommen da neue Sachen rein. Und da sind die Studenten auch mit drin, zum Teil. Das heißt, sie arbeiten in dem Bereich, interessieren sich dafür und machen dann eben Lern Open Access. Weiterbildung, tut sich mehr, tut sich was. Seit über 10 Jahren, Frankreich, die Berliner Erklärung, die Franzosen waren von Anfang an dabei, waren mit bei den Organisationen, die also die Berliner Erklärung mit vorbereitet haben, das Jahr insbesondere. Und es gibt seit der Zeit Open Access im Weiterbildungsangebot, nachfrageorientiert, das heißt, die Nachfrage kommt von den Wissenschaftsorganisationen, von den Universitäten, von den Bibliotheken, den Dokumentationszentren. In Frankreich, das Weiterbildungsangebot für Bibliothekare und Dokumentalisten ist überwiegend regional organisiert. Es gibt also regionale Zentren, diese CRFB, mit einem gemeinsamen Portal, BibDoc, wo man das ganze Angebot sehen kann. Die Zentren haben unterschiedliche Namen, sind an die Universitäten angegliedert und da findet man also regelmäßig Kurse. Auch in Lille haben wir schon also mehrfach Kurse angeboten in dem Bereich Open Access, Zeitschriften, Open Access, Doktorarbeiten, das ist mein Thema, allgemeiner Überblick. Und da sind dann insbesondere also die Universitätsbibliothekare mit drin und zum Teil auch öffentliche Bibliotheken weniger. Und dann gibt es andere Angebote von wissenschaftlichen Einrichtungen. CNRS hat sein eigenes Weiterbildungsangebot, wo Open Access mit drin vorkommt. Nebenbei, das ist nur, um das zu sehen, dass es also nicht rein in Fortbildungskursen eben ist, genau wie hier, das ist ja das Beispiel hier, das Beste, genau in Frankreich wie in Deutschland, ein Gutteil, denke ich mal, der Weiterbildung von Bibliothekaren und Dokumentalisten läuft nicht über Kurse oder über Seminare, über Tagungen. Konferenzen, Tagungen, Diskussionslisten, Fachzeitschriften und, ich sagte vorhin, ich komme nochmal darauf zurück, in Lyon, ist die nationale Schule für die Ausbildung und Weiterbildung für Bibliothekare. Die sind angeschlossen, so zum Teil an die Universität. Und das hat damit was zu tun, warum in Lyon ein Schwerpunkt ist in dem Bereich. Jo, die Fragen, und damit höre ich dann auch auf. Als ich die Frage gestellt habe auf der Diskussionsliste für Open Access, kam also gleich ein Kommentar und damit waren die Antworten also fast schon wieder vorbei. Sagt ja, also das wäre ja nun eigentlich kein Thema, denn die Bibliothekare und die Dokumentalisten, die kennen das ja schon alle. Es wäre im Grunde nur interessant, also die Wissenschaftler zu informieren. Darum ging es.
Es geht um Wissenschaftler. Und da gibt es eben dann andere Institute, andere Einrichtungen, die Graduate Schools, in Französisch École Doctorale, UFIS, das sind so kleine Service an verschiedenen Universitäten, um Wissenschaftler, Doktoranden auszubilden in wissenschaftlicher Information. Die machen regelmäßig Open Access, ist klar. Zweite Frage, offene Frage, ist das kein Thema oder ist es ein Thema? In unseren Ausbildungen, ich nehme an, hier in Deutschland genauso wie in Frankreich, Rekordsmanagement, Web 2, das findet man überall in den Ausbildungsprogrammen, digitales Publizieren auch, ist Open Access kein Thema irgendwie, was man so behandeln kann? Soll man das aufsplitten, dann ein bisschen im Recht, ein bisschen in Publizieren und ein bisschen im Archivieren und so? Offene Frage. Und eben, der dritte Punkt ist ja auch schon mehrfach angesprochen worden hier und in der Konferenz gestern. Welche Rolle spielen denn die Bibliothekare? Welche Inhalte soll man denn vermitteln? Ist das Beratung? Ist das technisch? Ist das Softwareentwicklung? Worum geht's? Und das denke ich mal, das haben wir so ein bisschen diskutiert, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zurück. Wäre eine Möglichkeit, das, was wir angefangen haben, auf einer anderen Ebene weiterzumachen. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, aber es ist eine Idee. Okay, danke.